Andi, Déjà-vu, aber kein erfreuliches. Du triffst 3-1 gegen Wiesbaden. Wie ist so das Gefühl danach? Ja, beschissen. Weil ich glaube, dass wir alles in allem eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht haben. Wie im Hinspiel auch. Aber wir kriegen eigentlich nach dem 1-1 im direkten Gegenzug das 2-1, wo wir uns, glaube ich, auch einfach besser abstimmen müssen. Und dann gehst du halt mit 2-1 in die Halbzeit. Und dann, ja, wenn wir mit 1-1 in die Halbzeit gehen, glaube ich, haben wir auf jeden Fall einen Vorteil in der zweiten Halbzeit mit den Fans im Rücken. So ist dann natürlich auch schwer, gegen so eine Top-Mannschaft zurückzukommen. Ich glaube schon, dass wir doch da noch Druck gemacht haben, auch die ein oder andere Chance hatten. Aber ja, letztendlich hat das letzte Quäntchen Glück oder ja, hat dann gefehlt. Ne? Vielleicht nochmal diese Elfmetersituation, die war ja auch ziemlich umstritten. Wir haben es ein bisschen so gesehen, dass es vorher ein Foul von Easy war. Hast du irgendwas mitbekommen? Nee, ich habe jetzt gerade auch nur beim Magenta Sport gehört, dass es wohl ein regulärer Elfmeter war, aber vorher ein Foul an uns. Ganz klar. Und ich meine, es zieht sich irgendwie so wie ein roter Faden durch die Saison, dass wir mit unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen dann auch Spiele verlieren. Aber grundsätzlich müssen wir uns auch an die eigene Nase packen, dass wir auch Spiele drehen können und ja, dann auch vielleicht in den Momenten besser verteidigen. Vielleicht noch einmal eingehen auf, du hast es gerade angesprochen, diese individuelle Qualität, die Wiesbaden hat. Also bei Hollerbach hatte man zwischendurch das Gefühl, der ist überall auf dem Platz. Eze, wahnsinnig flink, du musstest ihn dann ja auch stoppen. Wie schwierig war das? Wie brutal war das, die zu verteidigen? Ja, klar, es ist natürlich anspruchsvoll, so eine Top-Mannschaft zu verteidigen. Die steht nicht umsonst oben, spielen um den Aufstieg mit. Aber ich glaube schon grundsätzlich, dass wir jede Mannschaft auch Paroli bieten können. Das haben wir heute nicht ganz so gut gemacht in den entscheidenden Momenten, aber wie gesagt, wir können eigentlich auch mit den Top-Mannschaften mithalten, das haben wir auch schon in der Vergangenheit gezeigt. Daran müssen wir auch anknüpfen und ja, das schnellstmöglich. Andi, danke dir, es sind noch genügend Spiele. Kopf hoch.